Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach der kleinen Realsatire, ich muss kurz einmal darauf eingehen, weil ich glaube Ihnen ja, dass Sie über vielleicht Kra oder direkt oder sonst wie besseren Draht nach China haben, aber ich möchte Sie ganz doch gerne darauf hinweisen, wir haben im AI Act auf europäischer Ebene das Social Scoring ganz klar ausgeschlossen. Ich bin mir sicher, das haben Sie auch mitbekommen, aber vor allem fand ich Ihre Rede gerade sehr vielsagend über das, was Sie jetzt von rechts außen hier wieder vorgetragen haben oder wie Ihre Vorstellungskraft nicht wirklich 3 Zentimeter über den Tellerrand den deutschen oder gar europäischen hinausreicht. Also Sie haben bei einer Debatte über internationale Digitalpolitik eigentlich nur von übrigens vollkommen haltlosen Ängsten fabuliert hier und haben dabei vollkommen außer Acht gelassen, dass genau diese Überwachungssysteme eben in China, in Russland, in anderen autoritären Regimen eben schon implementiert sind und dazu genutzt werden, die Freiheit zu unterdrücken. Und das ist doch das, worum es im Kern bei der Frage internationaler Digitalpolitik geht. Es geht darum, zu verstehen, dass, und Jens Zimmermann hat es gesagt, ich möchte ganz grob, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, ein Zitat sagen, das ich vor 2 Jahren gesagt habe, Digitalpolitik macht nicht an nationalen Grenzen Halt. Und vor allem müssen wir verstehen, es geht dabei nicht nur um eine ökonomische Dimension, sondern es geht entscheidend darum, welches Menschenbild eigentlich digitalisiert wird. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Und ich erinnere gerne noch mal an den Schulterschluss oder den mutmaßlichen Schulterschluss der Bedrohungen für unsere Demokratie von innen und von außen, über die vorhin hier auch diskutiert wurde im Büro Ihres europäischen Spitzenkandidats. Und ich glaube, das lässt dann noch mal einen Schluss darauf zu, wo Sie in dieser Debatte, die eine globale Debatte ist, am Ende stehen. Ich bin aber der Bundesregierung sehr, sehr dankbar, dass sie diese wichtigen Punkte aufgenommen hat. Denn wie gesagt, es ist immens wichtig, dass wir Digitalpolitik global betrachten. Und ich glaube, da liegt auch der große Unterschied in der Betrachtung über diese Strategie. Ich finde es extrem wichtig, dass die Bundesregierung sich überlegt, ihre ganzen digitalpolitischen Initiativen, Ansätze, die im Internationalen stattfinden, die sollen unter einer strategischen Betrachtung in Zukunft klar ausgerichtet werden. Und das ist das, was die Strategie für internationale Digitalpolitik eben auch vorlegt und dabei den Menschen klar in den Mittelpunkt stellt. Wir schließen oder sagen zum ersten Mal sehr, sehr klar, welche großen Probleme durch Internet-Shutdowns eben auftreten, dass wir uns dem entgegenstellen wollen. Wir sind in der Debatte aktuell auf UN-Ebene auch jetzt sehr klar positioniert, dass wir den Multi-Stakeholder-Ansatz eben weiterhin stärken wollen und eben auch unser Engagement für ein Internet stärken wollen. Und ich glaube, es ist so ein bisschen, Herr Kollege Zimmermann hat das auch gerade angesprochen, wie so oft oder wie Sie von der Union vielleicht auch Ihre Oppositionsarbeit betrachten oder Ihre Auffassung davon ist, Sie gucken so zu, was die Bundesregierung macht, was da vielleicht auch Neues, Gutes passiert. Und wenn Sie es nicht komplett in die Pfanne hauen können, dann kommt so ein Antrag, der so ein bisschen so ist, so hallo, wir sind die Union und uns gibt es auch noch. Weil sehr vieles von dem, was Sie fordern, wird ja eben angegangen. Und eine Strategie hat ja nicht die Aufgabe zu sagen, dass es bei G7 den Hiroshima-Prozess gibt, indem wir uns ja einen Standardisierungsprozess klar mit den anderen G7-Partnern vorgenommen haben für Content Credentials bzw. Wasserzeichen, die Content-Authentizität dann sicherstellen sollen und uns besser gegen Desinformation wappnen sollen. Das steht dann nicht im Detail drin, welches Projekt das Sovereign Tech Fund gerade aufsetzt als Bug Bounty Projekt, das auch unsere Cybersicherheit zum Beispiel stärkt. Nein, die Strategie ist sehr gut, denn sie gibt eine klare Ausrichtung, eine klare Leitlinie für alle internationalen digitalpolitischen Vorhaben und Baustellen dieser Bundesregierung. Vielen Dank, Herr Kollege Barle. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Maximilian Funke-Kaiser, FDP-Fraktion.